Das Kapitel Pink Floyd, jetzt in Tracks. Jeder kennt sie, oder vielleicht doch nicht so richtig? Pink Floyd haben ihr geheimnisvolles Image stets gepflegt, bis einer von ihnen den Schleier lüftete. Autor des 500-Seiten-Schinkens über den Mythos Pink Floyd ist Drummer Nick Mason. Hey, seit wann können Schlagzeuger schreiben? Yes, it's a bit odd, isn't it? Ja, das ist ziemlich ungewöhnlich, wenn der Typ aus dem Hintergrund ein Buch schreibt. Ich hoffe, das wird ein neuer Trend im Rock'n'Roll. New and exciting trend in Rock'n'Roll. Schlagzeuger gelten ja nicht gerade als Intellektuelle, oder? Nein, in der Regel sind sie dafür zuständig, den Fernseher im Hotel zu trashen. Hotel rooms. Ich bin das einzige Bandmitglied, das von Anfang an dabei ist. Ich habe Pink Floyd mitgegründet. Dave kam erst später. Irgendwann hat uns Rick verlassen, dann Roger. Da verliert man leicht den Überblick. Unzählige juristische Streitereien haben die Band zwar immer wieder zerpflückt, doch Pink Floyd haben bis heute überlebt. Das goldene Zeitalter waren aber die 70er Jahre, als sie aus der Rockmusik ein großes Spektakel machten. Ein Talent für Inszenierungen hatten sie schon immer. Für dieses Foto von 1964 hatten sie sich als Schülerband den Edelkombo selbst gebastelt. What's new was this idea that die Wirkung der Musik durch Lichteffekte zu verstärken, war unsere Idee. Das war damals etwas völlig Neues. Unsere ersten Lightshows hat die Kunsthochschule von Hornsey designt. Insbesondere einer der Profs vom College, Mike Leonard. Wir hatten nicht die Absicht, eine psychedelische Stimmung zu schaffen. Wir hatten uns etwas ausgedacht, das ein fester Bestandteil in jedem Haushalt werden sollte, wie ein Fernseher. Eine Lichtmaschine, die bunte Kunstwerke an die Wände zaubert. Beautiful sort of artworks on the wall. Pink Floyd wurde 1966 von Mason, Waters, Barrett und Wright gegründet. Ihre Band tauften sie nach zwei Größen des Blues, Pink Anderson und Floyd Council. Astronomy Domine hieß der erste Hit und schon damals tüftelten sie die passenden Lightshows aus. Ich erinnere mich noch an unseren Auftritt in Fillmore in den USA. Das war Ende der 60er Jahre. Damals war die Lightshow noch nicht Bestandteil der Band, sondern ein separates Event, das völlig improvisiert, parallel zu unserer Musik ablief. Wir fanden die Wirkung aber perfekt. Sie projizierten Filmausschnitte, bunte Lichter, Dias und alles Mögliche. Mit der Zeit haben wir uns dann intensiver mit den Lichteffekten befasst und bewusster ausgesucht, welche Bilder am besten zu unseren jeweiligen Stücken passen. Bereits 1967 hatten sich Pink Floyd als Meister des British Psychedelic etabliert. Zur selben Zeit organisierten die ersten Hippies im Alexander Palace das Color Dream, eine Art Vorläufer der heutigen Rave-Partys, auf dem die Mädels zur großen Verwunderung der Mods solo tanzten. Dort trafen Pink Floyd auch John Lennon, der gerade seine LSD-Hymne Lucy in the Sky with Diamonds aufgenommen hatte. Der legendäre Pink Floyd-Gitarrist Syd Barrett fiel in die Teufelsspirale der halluzinogenen Trips. Ein Jahr nach Aufnahme des ersten Pink Floyd-Albums verschwand er spurlos. Als er 1976 wieder auftauchte, war er nicht mehr derselbe. Wegen der Drogen? Ich wünschte, ich wüsste warum. Das ist auch Thema in meinem Buch. Niemand weiß das genau. Es könnte sein, dass Drogen, insbesondere das LSD, der Auslöser für den Zusammenbruch waren. Aber da war noch mehr mit im Spiel.
Es war unheimlich traurig und schade um so ein großartiges Talent. Ohne Sid hätte es die Band nie gegeben. Das ist vergleichbar mit James Dean, der auch nicht sein volles Potenzial ausschöpfen konnte. Sid hätte 10 Jahre durchhalten sollen, dann wäre er perfekt gewesen. Barrett wird durch Roger Waters Klassenkameraden David Gilmour ersetzt. Floyd beginnt ein neues Zeitalter. Im Studio experimentieren sie mit allem, was die damalige Technologie zu bieten hat. Einige der Stücke auf ihren Konzeptalben aus den 70er Jahren sind bis zu 26 Minuten lang. Trotzdem schaffen sie es in die Charts. Die Band kann sich einfach alles erlauben. Sogar ein Live-Album ohne Publikum aus den Ruinen von Pompeji. Wer Rock'n'Roll als eine vorübergehende Laune von Teenagern betrachtet, macht einen großen Fehler. Viele Leute denken immer noch, dass die heutigen Rockbands nichts als eine modernere Variante der Monkees sind. Dabei gibt es im Rock eine riesige musikalische Vielfalt. Bunny! 1973 wird das Album The Dark Side of the Moon zur meistverkauften Platte der Welt. Es ist die erste, die nicht im Drogenrausch entsteht. Bei unseren frühen Sachen kann man schon sagen, dass sie einen Acid-Touch haben. Aber spätestens ab Dark Side of the Moon kann man erkennen, dass der Sound nichts mehr mit Drogen zu tun hat. Dafür ist er viel zu komplex. Pink Floyd legten von Anfang an besonderen Wert auf coole Plattencover. Die Konzepte entwarf seit 1968 Storm Thorgerson, auch ein alter Klassenkamerad von Roger Waters. 1982 schrieben Pink Floyd sogar Kinogeschichte mit dem Kultstreifen The Wall von Alan Parker. Zu der Zeit kann niemand Pink Floyd das Wasser reichen. Man muss mit den Füßen auf dem Boden bleiben. Wenn eine Rockband anfängt, sich zu ernst zu nehmen, geht alles den Bach runter. Had a strange